Komm, einfach Spaß nehmen, dude. Nur dass wir vorbeilaufen, ganz kurz. Das war's auch wieder. Was für ein Lied, Digga. Ich dachte, das ist schon echt laut, aber doch nicht. Sein Lied, Digga, halt. Was ist mein Lied? Ich. Ich wollte das Lied hören, Alter. Er will auch seit 5 Minuten nicht aussteigen. Der hat keinen Bock. Selbst die Musik bringt ihn nicht dazu, in Fitness zu gehen. Glaubst du, hört man auf der Kamera? Kann schon, das ist von vorhin, ja, jetzt nicht mehr. Komm mal mit kurz. Komm, dann ganz. Das ist mir unangenehm, Digga, ich bleib hier. Was ist das für ein Lied, Digga? Ich glaube, du hast gehört. Scheiße, bitte fang mit dem Intro mal an. Okay, cut jetzt. Was geht ab, meine Damen und Herren? Ich hoffe, euch allen da draußen geht es gut. Mir geht es auch gut. Und zwar ist heute der erste Tag, nachdem ich meine Stage drauf habe auf dem GT63. Und ich muss euch sagen, das ist wirklich krass. Der Boden ist komplett nass. Die nächste Woche wird es komplett regnen. Diese Woche wird es komplett regnen. Deshalb kann ich dieses Auto leider noch nicht ausfahren, weil wir drehen komplett durch. Das ist viel zu gefährlich für die Street. Und deshalb wollte ich euch ein Video drehen heute, wo wir einfach nur erst auf den Sound gehen. Davor, der Sound war tot. OPF ist drinnen. Ja, ne, keiner kann uns was machen. Und bevor wir zum Video kommen, wollte ich euch nur sagen, ich kann mich in dem Scheiß nicht konzentrieren. Josh Magistioro! Kennt ihr dieses Video beim Friseur, wo er sagt, kaputt? Kennt ihr diesen Typen beim Friseurstuhl, wo er sagt, kaputt, Musik, kaputt? Mach Tür auf den Steiger. Wie heißt denn das Lied? Am Monaco kommt irgendeine Destiny und so, Alter. Auf jeden Fall, ja, okay, gut. Ich konnte mich einfach nicht konzentrieren, gerade wegen dem Lied. Akimbo Destiny oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich euch nur sagen, wir checken heute mal den Sound ab, wie er so ist. Und dann fahren wir ein bisschen durch die Street rum. Der hat Parfüm, ne? Hat der Parfüm. Jawohl, Parfüm auf die 1, Jungs, Mann! Ja, Bruder, was ist das? Ey, Romania! Ey, geht die Fitness, oder, Jungs? Bruder, wir warten. Ihr wartet uns, und jetzt? Bruder, nach Hause. Okay, Jungs. Wer? Anet, ja? Hat er dir gegeben? Er ist an meiner Schule. Ach so, wo? Ja, Bruder, Wirtschaftsschule meinst du? Stark, Bro, stark, Mann, Walla. Zeig mal dein Parfüm, ist noch krasser, Bro. Warte, ich hab noch mal hier. Du hast noch. Oi, der Herrera hat das. Krass, Bruder, krass. Walla, du bist richtig geisteskrank. Du bist richtig geisteskrank, oder? Du bist ein G, Bro, Walla. Bester Mann. Okay, Bro, ich wünsche euch was, gell? Oder dir auch. Alles, ciao, Jo. Alles, salamu alaikum. Und zwar, meine Damen und Herren. Wir haben einfach mal Werbung gemacht, gleich im Intro. Genau, du bist mir gar nicht wieder zu lang. Er sagt. Ja, Mann. Familie, Mann, pass auf, dass du nicht ein Ding reinfährst, Bruder. Doch, jetzt macht der Burn. Hoppa. Er ist vertotgebildet. Hoppa. Was passiert? Das ist immer so witzig, wenn uns alle hier, wenn mich alle immer sehen, Bro. Wir fahren immer so behindert, Digga. Ich schwör, das ist nicht cool, Digga. Ja, und zwar, Freunde, wir driftet oben, glaube ich. Stell dir mal vor, boah, es bricht sein. Du kannst so überhaupt nicht driften, Digga, das ist der Boden so kacke. Jungs, ich würde sagen, liked einfach das Video, abonniert den Kanal für mehr. Was? 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 Bros, wir fahren heute mit dem AMG GT rum und zeigen euch einfach, wie der Sound so ist. Wie krass der abgibt und so weiter. Dazu nehmen wir euch einfach. Baut noch einen Unfall, Digga. Bruder, soll langsam fahren, Wahnsinn. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit dem Sound. Einfach nur, wie der Sound. Wir reden heute nur über den Sound, weil er ist wirklich geisteskrank. Mit der neuen Stage, knapp 700 PS, 860 Newtonmeter, krank, crazy, deshalb Soundcheck.
Ich muss euch ehrlich sagen, jetzt im Stand ist er auch noch nicht so laut, okay? Hat er noch einen Limiter drin, gell? Hä? Er hat noch einen Limiter drin auf 4000 drin. Wir wollten ihn noch nicht zu sehr hoch pushen, Bro. Wir wollten erst die ganze Sache mal vorsichtig rangehen mit dem mit Haram Performance. Und bald kommt nämlich noch was Krasseres auf euch zu. Das wird dann richtig krank und ja, dazu kann man leider noch nicht viel sagen. Aber was ich euch sagen kann ist, dass er beim Fahren viel lauter ist, weil wir einfach höher drehen können. Und dazu nehme ich euch jetzt einmal mit, mache mal eine kleine Probefahrt mit dem neuen Sound. Like das Video, abonniert den Kanal, falls ihr genau solche Videos hier sehen wollt. Erstmal natürlich immer anschnallen, weil anschnallen kann Leben retten. Und jetzt zu dem Paket, was mir zugestellt worden ist. Ein Taschentuch für die Pollenallergie. Spaß, Jungs. Meine Düfte, mein Parfüm ist draußen. Könnt ihr euch auf parfüm.com sichern. Und dazu nochmal meine neuen Designer-Sprays. Meine Duftanhänger, die nach Parfüm riechen. Mehr Werbung muss ich gar nicht machen, weil die Jungs haben ja schon eigentlich sehr viel über die Düfte gesagt. Deshalb können wir das Paket auch gleich einmal hinterlegen. Und würde sagen, direkt, wir fahren los in eine Straße, wo es jetzt nicht so nass ist. Beziehungsweise am besten sogar in einen Tunnel, dass wir gar keine Probleme haben, weil wenn wir mit dem Auto einen Raystart machen, ist es so, dass er komplett durchdreht. Mit so, Allrad. Mit Allrad, also du kannst nicht. Bro, du stehst und dein Auto ist einfach so, einfach hier. Er gibt Gas nach rechts, Bro. Das ist sehr gefährlich und das muss man auch sehr respektieren. Ich bin auch letztens mit dem Auto einfach komplett 300 gefahren und ich hatte schon sehr Angst, Bro, weil er wirklich krank geht. Also wirklich krank geht. Bruder, der driftet gleich da rein, haben wir irgendwie. Privatgelände. Wir sind auch heute in Slowenien, dass ihr Bescheid wisst. Das sind so Sachen, Bros. Geht schon, gell? Oder was sagst du? Schon gut. Schon eine andere Liga, oder? Schon eine ganze. Wie so Butter auf der Pfanne, was einfach so hin und her geht. Einfach zu, Bro. Ich will nicht wissen, wie clean es bestimmt von außen aussah. Paul, gell? Safe. Bestimmt krank. Willst du vielleicht wieder anmachen? Ja, das ist sonst. Digga, wir drehen schon mit Allrad durch. Ich will gar nicht wissen, wie es mit Heck ist. Hast du ja gerade gesehen, mein Lieber, gell? Das ist eine ganz andere Liga, Bro. Also, der Sound ist auch. Ich zeig euch das Ganze jetzt einfach mal. Am besten, wir machen ESP auch aus. Also, mein Auto ist schon warm gefahren. Das ist schon mal sehr wichtig. Ich zeig euch nur mal, wie er sich anhört, wenn wir schon mal vom dritten auf den zweiten Gang schalten. Fast wie beim C63, diese Pops and Banks, ne? Beim C63 war schon krasser. Auch ohne OPF natürlich. Auch ohne OPF natürlich. Hier müsst ihr euch bedenken, OPF und nochmal der gleiche Motor, aber der alte war einfach der Shit. Das war einfach der ältere Motor, der war einfach genau für sowas gemacht. Da war das alles ja noch erlaubt und hier bei OPF hat man halt versucht, das Beste rauszuholen. Geil, aber hört sich mega an. Ja, ist in Ordnung. Kann man machen. Gleich kommt eine gescheite Unterführung. Da zeige ich euch das Ganze einmal im Auto und außerhalb vom Auto, weil das ist schon ein kranker Unterschied bei höheren Umdrehungen. Hier ist es extrem nass und hier ist nicht erlaubt, so schnell zu fahren. Aber dann im großen Tunnel, längeren Tunnel, da kann man ein bisschen länger fahren hier in Slowenien, aber das passt. Ansonsten danke auch Slowenien, wirklich geiles Land, aber viel Regen aktuell, ne? Habe ich dir eigentlich schon meine neue Halle gezeigt? Hast du gesehen, oder? Viel besser, ne? Hört sich auf jeden Fall besser an, gell? 100%, gell? Davor hat es ja vielleicht mal einmal so kurz geknallt und das so jeder dritte, vierte. Wenn überhaupt, Alter. Gell? Er hat ja kaum geknallt sogar. Also für mich ist schon ein Knallen im Auto schon wichtig. Hört sich auf jeden Fall gut an. Jetzt nicht dieses Golf GTI knallen, sowas 7 Sekunden. Ja, das Furzen, was 8 Sekunden lang geht. So, weißt, mehr knallen als fahren, aber hier so, das ist schon ein dezentes 1,2 Sekunden. Ratatatatat und gib ihm. So, pa, 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 pa. Oh, hier kann ich gleich mal was austesten, Bro. Ja, er schaut schon, Alter. Er sieht ja die Kamera und so weiter. Deshalb, ja, die in Slowenien hier kennen das noch nicht so ganz, weißt du? In Deutschland sind wir schon bekannter. Wow, Alter, ich schwör, Bro, jetzt wäre ich fast abgebrochen, Alter, vom Heck. Also, wäre der jetzt rechts von uns noch. Da wäre man drin gelandet, Alter. Gut, dass wir den vorgelassen haben, den Abi. Den Abi aus Slowakei, Alter. Ja, geht auf jeden Fall gut. Sound macht auch Emotionen viel mehr, Bro. Eine Stage ist immer wichtig bei einem Auto, finde ich, ja. Also, im GLE, gell? Das hat ja gar keinen Spaß gemacht jetzt. In den GLE gefahren, 2 Tage lang, okay? Danach bin ich wieder in dieses Auto hier eingestiegen. Bro, das waren ganz, ganz, ganz andere Welten.
Das mit dem Gele würde ich mir niemals, ich selber persönlich, würde es mir selber niemals kaufen. Wenn, dann den alten. Den alten schon mit 2016, 2017 so. Weißt du, wo der mal richtig im Trend war? Der war ja krass. Jetzt sind wir schon in der Unterführung, Bros. Krass. Mal machen oder was sagst du? Ich sag, der ist wahrscheinlich fast so laut wie der 1063. Aber beim 1063 war das Heck einfach näher dran, so weiß ich mal. Richtig, aber bei hier haben wir noch mal einen Meter hinten länger. Deswegen hört man vielleicht nicht so viel und der Motor ist viel lauter. Der hier. Der mit dem Blow-off. Ja, hier ist der Motor richtig oft und manchmal später hört man auch den Motor oder beziehungsweise die Turbolader richtig. Dann macht der Turbolader den nicht so. Tsch. Kennst du das so? Nicht nur das Blow-off, sondern wirklich der Turbo selbst. Und beim C63 fand ich ihn aber trotzdem schon ein bisschen laut, weil man dachte sogar tatsächlich, dass beim C63S dachte man wirklich sogar, dass der Tunnel einstürzt so mäßig. Wow! Der Motor ist halt brutal. Der Motor ist, und das in Kombination ist krass. Also Bro, ist das mal schon eine ganz andere Liga, sag ich dir. Hast du mir überhaupt schon erzählt? Und mir ist auch noch gegangen jetzt, wie viel PS hat er denn jetzt mehr? Ah, knapp 100 PS, ja, der wäre jetzt. Das ist schon ein bisschen was, gell? Genaue Zahl kann man hier noch nicht nennen, aber knapp 100 PS hat er mehr, Bro. Macht viel aus. Es macht sehr viel aus, das merkst du übel. Und er hat viel mehr Drehmomente, Bro. Aber wie das sich anhört. Also ich habe schon Bock auf zwei fette Turbolader, Bro. Downpipes eventuell, so weißt. Ich würde sagen, Bro, ich lass dich mal einfach gleich da an der Straße ab. Und dann können wir uns das Ganze nochmal anhören von außen. Weil von außen habe ich ihn selber noch kaum gehört. Weißt du, was ich meine? Also Bro, was ist dein Fazit? Ich bin taub geworden, es ist behindert laut. Echt? Geisteskrank. Ist echt so laut, oder? Weil hier so, dann hört es sich gar nicht so laut. Ich glaube, das Auto ist einfach besser abgedämmt als das alte, Bro. Kann auch sehr gut sein. Kann auch sehr gut sein, oder? Aber im Tunnel schallt es auch halt richtig aber krass. Wie war der Rayshot krass, gell? Geisteskrank. Also den habe ich ja brutal gefühlt, auch innen drinnen. Also das heißt Rayshot, ne? Abgesperrte Teststrecke in Slowenien ist geisteskrank. Sound ist gelungen oder nicht? Macht brutale Ding. Abgasanlage. Stell dir mal den jetzt Abgasanlage bearbeitet vor. Bisschen mit einem geilen Auspuff. Wäre auch krass, ne? Das wäre richtig krass. Wäre ja auch wirklich krass, ne? Ja, Freunde. Ansonsten, Digga. Also ich sag dir ehrlich, das Feeling, also das Feeling im Auto drinnen, wenn man einen Raystart gibt, Bro, das ist unbeschreiblich. Ich schwör's dir. Du hast ja einmal kurz miterlebt am Anfang, gell? Ja. Das ist ja brutal. Krank. Das ist ja wirklich krank. Also das ist wirklich krank. So ein Auto hatte ich noch nie, was so abging. Und vor allem, er hat ja Allrad. Und ich merke auch, wie er diese ganze Leistung auf diesen vier Rädern bringt. Bei meinen alten AMGs und so weiter war es halt immer so, dass bei so einem, sobald es schon ein bisschen geregnet hat. Scheiß mal auf Regen, weil wir so schnell abgefahren waren. Ja. Ist der C63 bei 100 km/h noch durchgedreht? Sogar bei 160, Bro. Ich sag dir ehrlich, das würde immer noch durchdrehen. So bis morgen, der dreht die ganze Zeit durch. Aber bei dem merke ich, dass er wirklich fest auf dem Boden bleibt und gib ihm, Bro. Das ist wirklich ein kranker Unterschied. Aber zu der Stage kommen wir noch auf jeden Fall genauer mal auf dem nächsten Video. Oder wenn es mal trocken ist. Genau, wenn es auf jeden Fall mal trocken ist. Weil jetzt kann man es nicht ausfahren. Bro, jetzt im Tunnel ging es schon. Aber halt auch, der Tunnel ist jetzt auch nicht so lang, wo man das wirklich so testen kann hier in Slowenien. Müssen wir dann nochmal mit dem slowenischen Bürgermeister hier reden und ihn mal nachfragen, ob er halt auch eine bestimmte Stelle hat für uns, wo wir auch mal unser Auto so ausfahren können, weil ja, also für sowas brauchen wir immer eine Genehmigung.
Aber finde ich krass, wie gut der geht. Also hat sich brutal gelungen, finde ich. 100%. Krass. Ansonsten, wenn ihr euch mal diesen Sound hier gibt, Bro. Er dreht immer bei 3.000, 4.000, 5.000 Umdrehungen. Ist auch nicht zu fake, wie so manche, die so gefühlt 3 Minuten Pops and Bangs haben. Ja, genau. Und Alter, da ist dieser Ray-Start, gell? Hörst du auch dieses Blow-Off ganze Zeit? Sogar mehr als den Sound, oder? Wenn du hinten sitzt, hörst du zum Beispiel das Blow-Off fast gar nicht. Das ist echt. Okay. Weil wir so nah am Motor sitzen. Und wenn ich den Tunnel reinfahre, wie ist das so für dich? Hörst du mich dann schon? Ja, ja. Direkt. Also ich sehe dich nicht mal, aber ich höre dich schon. Echt oder was? So ein Ding ist. Das auf dem Video. Ah, okay, das ist krass. Dass er schon echt lauter geworden ist. Auf eine legale Art und Weise. Finde ich schon echt heftig. Also brutal, also wirklich brutal. Für Serienabgasanlage mit OPF. Ja, Serienabgasanlage mit OPF. Ist halt schon gut, finde ich, ne? Ja. Also mehr konnte man auch gar nicht rausholen, sage ich dir ehrlich. Wow, bin echt zufrieden, Alter. Was mich halt noch ein bisschen glücklicher machen würde, aber davon hat er mir abgeraten, ist, auf dem Stand auf 5000 Umdrehungen hochzumachen. Also Bro, das ist das Gleiche, das bringt nichts und so. Was soll ich dir sagen, Bro? So halt meinte er, aber... grüner X3 oder X5. Ja, ich bin gerade hier an meinem Lager vorbeigefahren, Bro. Und ich sehe gerade, meine Jungs, weißt du, die gerade noch bei mir waren, wurden einfach rausgezogen. Und gerade sage ich noch, Alter, Bro, das sind einfach Bullen bei uns an der Straße. Was zur Hölle, Digga, suchen da unsere Abis, weißt du? Und danach, Bros, fahren wir so und ich habe halt alles so ausgemacht und so. Also nee, habe davor die eine Straße zuvor noch ein bisschen Gas gegeben und so. Habe so selber voll gerade klar, auf einmal sehe ich, Alter, what the fuck, was passiert hier? Und so gerade schreibt mir dann der Bro, wir wurden gerade rausgezogen und so. Weil die haben sich für mich geopfert, Digga. Weißt du, was ich meine? Das ist auch Glück gehabt so. Ja, aber gut, ist ja alles legal und so, ist auch eingetragen und etc. Deshalb, Freunde, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Würde mich echt krass freuen, wenn ihr nochmal BWD krass supportet, Digga. Drive or Die ist online. Der Rest wurde auch restocked. Drive or Die ist auch draußen. Parfüm ist draußen. Parfüm, geisteskranke Sprays. Ihr wisst Bescheid, Digga. Checkt auch Parfüm ab, falls ihr genau so einen Content sehen wollt, weil das ist echt ein teurer Content, Digga. Wieder Fuffi weg. Mit dem Video wird es wieder nichts, Alter. Bei dem Video. Einnahmen skaliert sich so nicht so. Etabliert sich nicht so hoch, wie man sich das so damals vorgestellt hat. Deshalb, Freunde, passt auf euch auf. kfilm.com, der Bini auf Instagram. Like das Video, abonniert den Kanal. Ich hoffe, ihr habt nichts vergessen zu sagen. Hat die Sick drin geht jetzt.